Oh mein Gott, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D! Da 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 da! Hey Leute, willkommen wieder bei Bennemeister und ich bin ein echter Country Boy. Ja, heute geht's mal um das Spiel The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D für den 3DS. Oh mein Gott, habe ich da lange drauf warten müssen und ich verfluche jeden einzelnen von euch, der das Spiel vor mir hatte. Weil heute ist der 16.06. um 15 Uhr habe ich das gekauft. Oh mein Gott, ich wollte das unbedingt haben und ich habe sogar meine Bestellung extra noch bei Amazon zurückgezogen, nur um es mir jetzt im Laden zu kaufen. Also, oh mein Gott, ich bin so nervös, dass ich das endlich habe. Also ich musste so lange darauf warten und ich habe sogar noch diese Vorbestelltasche bekommen, die man ja bekommt, wenn man es vorbestellt, obwohl ich es gar nicht vorbestellt hatte in dem Laden, aber ich habe sie trotzdem bekommen, weil ich cool bin. Werde ich aber niemals öffnen, also lege ich sie lieber wieder weg. Und ja, es geht ja um das Spiel. Ocarina of Time, eines der besten Zelda-Spiele überhaupt für das Nintendo 64 damals, kommt nun für den 3DS erneut raus in verbesserter Grafik mit ein paar Extras und oh mein Gott, genial! Also die Grafik ist verbessert, man kann, soweit ich weiß, zielen, wenn man sein DS dann so hin und her bewegt. Am Touchscreen hast du zum Beispiel das Menü, kannst Gegenstände viel schneller wechseln, du hast eine Karte, alles. Der 3D-Effekt soll angeblich sehr gut sein, laut Chris Adolo, also schönen Gruß an dich. Und ja, es soll Master Quest auch enthalten, was so viel bedeutet wie das gleiche Spiel, nur die Dungeons sind anders aufgebaut, Schlüssel liegen woanders, Türen sind ganz anders und es ist ein bisschen anders halt. Habe ich ehrlich gesagt damals auf GameCube nie durchgespielt, deswegen werde ich das auf 3DS dann tun. Ja, was ist noch anders? Zum Beispiel das mit dem Rumble-Funktionsteil, was es damals gab, ist diesmal jetzt ein Piepen, glaube ich, soweit ich weiß. Und es soll noch ein paar Änderungen geben, auch im Spiel generell. Zum Beispiel diese Steine mit den Augen, wenn du die haust, haben die dir immer die Uhrzeit gesagt. Und jetzt kannst du da, glaube ich, noch mehr machen, wenn ich mich nicht irre. Also irgendwie so. Du kannst Bosse wiederholen, soweit ich weiß. Was ich sehr gut finde, fand ich damals bei Majora's Mask verdammt geil. Und du hast einen Boss-Rush-Modus, wo du wahrscheinlich, glaube ich, gegen alle Bosse hintereinander kämpfst. Weil ich mich, ja, ich glaube, es war auch bei. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr auf das Spiel. Also ich liebe es so sehr und ich finde es auch richtig cool, dass hier an der Seite ist hier oben noch so ein schönes, ja, Hyrule-Schild, falls man das jetzt sehen kann, wenn das mal fixieren würde irgendwie. Da. So. Naja, ist auch egal. Ja, das ist, oh mein Gott, endlich habe ich jetzt. Ich werde das jetzt mal aufruppen und dann schauen wir mal rein, was drin ist. Also ganz vorsichtig. Heute brauche ich mal nicht meine awesome Schere, weil das ja hier so aufgeht. So. Ganz vorsichtig. Immerhin ist es was Legendäres. Und wie der Verkäufer mir auch gesagt hat, dass es ein Pflichtkauf für den 3DS ist. Also, das ist sowieso klar. Also, muss ich gleich sagen, jeder, der von euch ein 3DS hat, muss sich das Spiel kaufen. Es ist, obwohl ich es noch nicht gespielt habe, ich weiß, dass es legendär awesome ist. Also, unbedingt haben. So, Folie ist ab. Hier nochmal. Und ich werde es mal öffnen. Da fühlt man sich auch gleich viel besser. Ja, hier haben wir einmal einen PIN-Code für Nintendo, Club Nintendo, um wieder Sterne zu bekommen. Verdammt genial. So sieht die Hülle sonst von innen aus. Soweit ich übrigens weiß, ist in der englischen Version hier in diesen ganzen Löchern, die hier sind, so kleine Symbole wie Rubine und so drin. Das fand ich verdammt genial. Finde ich schade, dass es hier bei der Deutschen nicht ist. Oder ich irre mich gerade. Aber ja, egal. Das Modul selber hole ich mal kurz raus, wenn es denn will. Ja, es ist in so einem Grauton gehalten. Ganz normal mit The Legend of Zelda steht drauf. Ja, es fixiert jetzt wieder nicht so. Scheiß Kamera. Aber gut, finde ich, ja, ganz schlicht, aber genial. Zelda ist einfach genial. Also kann ich dazu einfach nur awesome sagen. Und dann hole ich mal raus, was hier alles so drin ist. Und klappe das mal wieder zu. So, dann habe ich hier eine Important Information Anleitung, wie auch immer. Für den 3DS braucht keine Sau, guckt sich eh niemand an. Und die Bedienungsanleitung. Was zur Hölle? Das, also die Bedienungsanleitung ist ein Poster. Ja, okay. Moment, ich werde das mal auseinanderfalten. Ja. Lol. Okay. Also hier steht drauf, wie man das Spiel anfängt, wie man es beendet, wie man speichert, die Steuerung. Alles erklärt. Und das halt auch so ein Poster hier. Ja. Ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht, was ich davon halten soll. Also ich glaube, eine normale Anleitung wäre mir bei weitem lieber gewesen. Aber trotzdem ist das mal eine ganz nette Idee. Hier so alles an Bildern. Notizen sind sogar auch hier, aber wer schreibt schon Notizen rein? Sowas würde ich nie machen. Ja, interessante Anleitung. Ja, faszinierend. So, das war dann auch schon alles zu The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Ich werde es jetzt gleich mal einlegen, suchten und dann mache ich ein Review dazu, würde ich sagen. Also, oh Gott. Endlich habe ich es.
Danke, Nintendo, dass ihr das gemacht habt. Ich liebe euch dafür. Gut, das war wieder dieses Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer Benner Meister. Macht's gut.